Also ich bin Pina Natali, ich bin Italienerin, das sieht man dann vielleicht am Umfuchteln. ja, ich bin durch eine liebe Freundin auf Swisscheib gekommen, habe gesehen, was die Biere verändert hat. Ich wollte es dann selber ausprobieren. Und ja, ich hatte wirklich ein Erlebnis gehabt. Es hat mich völlig runtergestohlen, kann man sagen. Ich habe Fotos gemacht am Anfang und ich habe wirklich nach einem Monat, ich habe mich nicht wirklich im Spiegel angeschaut, weil ich einfach die Probleme mit mir herumtrage, also körperliche Probleme. Und Pigmentflecken im Gesicht, meine ganzen Rheumaschübe habe ich herumgetragen. Und ja, und der Bauch einfach nach diesen zwei Kindern, das habe ich wirklich das geschlafen 25 Jahre mit mir herumgetragen. Hat zwar super ausgesehen, wenn ich angezogen war, man hat es nicht gesehen, ich habe dort 6,38 getragen. Aber mich hat es einfach gestört, wenn ich mich vor dem Spiegel gesehen habe. Und ich habe dann das gemacht und nach einem Monat bin ich dann im Gang vor dem Spiegel gestanden. Ich dachte, wow, da ist etwas gegangen. Ich habe dann gefotet, habe dann meiner Freundin angerufen und gesagt, hey, musst du mir die Fotos schicken? Das ist ja unglaublich, was da gegangen ist. Ich habe dann noch mal zwei Monate gemacht und dort habe ich es für mich eigentlich nicht so erlebt. Und dann, als ich aber wieder vor dem Spiegel gestanden bin, dachte ich, hey, nein, das kann es nicht sein. Es ist wirklich, der Körper ist wieder zurück, wie wenn ich 20 war. Also es war der Hammer. Und das mit 50, das ist cool. Also wirklich. Und ich habe meine Rheumaschübe verloren. Ich konnte wieder massieren. Das konnte ich wirklich auch nicht mehr können. Meine Pigmentverschiebungen im Gesicht sind wieder weg. Also ich konnte wirklich ohne Make-up rumlaufen. Das mache ich heute auch zum Teil. Also ich fühle mich wirklich wieder wohl. Und durch das hat sich natürlich auch das Wesen verändert. Früher war ich sehr introvertiert. Ja, verklemmt. Aber ich bin gerne als Kind auf der Bühne gestanden. Ich habe meine Hauptrollen gemacht bei den Examen. Und das habe ich alles eigentlich gar nicht mehr so. Und jetzt kann ich wirklich zu mir stehen. Ich kann da stehen, ich kann meine Meinung vertreten. Und ich stehe auch ganz anders da. Ich stehe viel geräder da. Also das Konzept hat mir nebst dem Gewicht, nebst der Figurforming, hat mir noch sehr, sehr viel mehr gebracht. Und ja, und ich wollte das eigentlich, ich wollte das in die Welt raustragen. Und Frauen wie mich mit dem gleichen Problem, da gibt es Tausende, Millionen. Und ja, also eigentlich nicht nur die Hoffnung geben, dass das funktioniert, sondern denen wirklich den Weg aufzeigen für ein besseres Leben, für eine bessere Lebensqualität.